Hallo Freunde. Ärzte sind ein Schimmer der Hoffnung für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir wirklich krank werden, ist der erste Gedanke ein Arztbesuch. Und das spricht Bände darüber, was für ein Vertrauen wir in sie haben. In diesem Beruf ist Inkompetenz ein Wort, auf das wir niemals stoßen sollten. Medizin und Chirurgie sind edle Berufe, in denen man ein hohes Maß an Verantwortung zu tragen hat. Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der einige Ärzte ihren Job und ihren Status nicht ernst nehmen. Die Arbeit eines Arztes ist eine heikle Sache. Selbst der kleinste Fehler kann fatale Folgen haben. Es gibt nun mal keinen Platz für Fehler, wenn man mit dem Leben anderer zu tun hat. Aus diesem Grund sind gewisse Operationsprotokolle vorgegeben und müssen strikt befolgt werden. Schließlich vertrauen die Patienten darauf, dass der Arzt professionell ist. Auch Alexis Sims aus Las Vegas erwartete genau dies von ihrem Arzt, denn er sollte derjenige sein, der ihr dabei hilft, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Alex lag in den Wehen und musste dringend operiert werden. Leider war der Arzt, den sie normalerweise besuchte, im Urlaub. Und da es ein Notfall war, wurde ein anderer Arzt herangeholt. Dr. Frank D. Lee. Er sollte derjenige sein, der ihren Kaiserschnitt durchführt. Doch sobald er den Raum betrat, hatte jeder das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war. Es schien so, als benimmt sich Dr. Frank D. Lee wirklich seltsam. Alexis Mutter Cherie sagte, es war ein Schock für sie, dass Dr. Frank D. Lees Mund nach Alkohol roch. Zudem sagte er noch, dass er zuvor die Happy Hour genoss. Es war ein außerordentlich unprofessionelles Verhalten, das der Arzt vor seinem Patienten an den Tag legte. In einem Interview sagte Alexis Mutter, ich roch Alkohol. So begann auch das Gespräch darüber, dass er gerade aus einer Bar kam. Ich sagte, oh, er riecht nach Alkohol. Es war dieser Moment, als er anfing, seltsame Dinge zu erwähnen. Cherie holte ihr Handy raus und fing an, die Situation zu filmen. Dies sollte später auch als Beweis dienen. Dr. D. Lee sprach ganz offen darüber, dass er gerade aus der Bar kam und dass er den Anruf für die Operation genau in der Happy Hour bekommen hatte. Er erzählte einer der Krankenschwestern, dass die Bar nicht sehr voll war, als er sie verließ. Und sie antwortete, es tut mir leid, musstest du dein Getränk stehen lassen? Es war offensichtlich, dass das Personal, das Alex Kaiserschnitt durchführen sollte, äußerst unprofessionell war. In solch einer Situation und einem solchen Zustand haben Patienten nicht gerade eine Wahl, selbst wenn sie etwas Komisches entdecken. Die Krankenschwester und der Arzt setzten ihr Gespräch fort, als wäre es keine große Sache, halb betrunken einen Kaiserschnitt durchzuführen. Dr. D. Lee erzählte auch, dass sein Lieblingsgetränk Tequila ist. Aber das war nicht alles. Cherie bemerkte, dass Dr. D. Lee nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol stand, als er den Kaiserschnitt durchführen sollte, sondern auch barfuß war und Bermuda-Shorts trug. Die gesamte Situation war unglaublich unprofessionell für jemanden, der behauptet, ein Arzt zu sein. Und noch dazu respektlos gegenüber dem Beruf. Solch ein inakzeptables Verhalten von Angestellten eines Krankenhauses ist viel zu viel, um es einfach so wegstecken zu können. Alex und ihre Mutter waren hoffnungslos. Sie wussten nicht weiter, das Baby musste jetzt auf die Welt kommen. Und ein halb betrunkener Arzt sollte nun den Kaiserschnitt durchführen. Noch dazu ging er auf Alex Beschwerde, dass die Anästhesie nicht richtig wirkte, da sie immer noch alles fühlte, nicht ein. Er ignorierte es einfach und machte herablassende Bemerkungen, welche für Alex die Situation noch unangenehmer machten. Ihr größtes Problem war, dass sie zu dieser Zeit keine andere Wahl hatte. Als wäre der Arzt nicht schon schlimm genug, machte es die Krankenschwester noch schlimmer. Auf ihre Beschwerde in Bezug auf die Anästhesie antwortete die Krankenschwester, lass dein großes Hinterteil einfach auf dem Bett. Natürlich hättest du gerne, dass dein Arzt einfach wieder in der Stadt ist. Alex sagte, eine Frau ist zu diesem Zeitpunkt sehr fragil. Sie sollte mit Liebe und Fürsorge behandelt werden und nicht so, dass der ganze Prozess für sie unerträglich wird. Es gibt Gründe dafür, warum chirurgische Protokolle befolgt werden sollten. In diesem Bereich kann jedes Missgeschick erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Leider passierte dies auch in diesem Fall. Der Arzt schaffte es nicht, das Baby korrekt herauszuholen und erzeugte eine ERB-Lähmung, was zu einem größtenteils unbeweglichen Arm führt. Nach all dem, was Alex und ihrem Baby dort passierte, war es nur selbstverständlich, dass sie Klage gegen den Arzt und die Krankenschwester einreichte. Es war nicht das erste Mal, dass Dr. D. Lee wegen Fehlverhalten beschuldigt wurde. Es gab einen ähnlichen Fall im Jahr 2012. Alex will nicht nur Gerechtigkeit für ihr Baby, sondern möchte auch sichergehen, dass Dr. D. Lee nicht noch einmal die Chance bekommt, so etwas anzurichten. Sie sagte auch, dass Leute wie er unwürdig sind, einen noblen Titel wie diesen zu tragen. Ärzte sollten von uns als Lebensretter und Helfer angesehen werden und nicht als Monster, vor denen man Angst haben sollte. Ich denke, das Beste, was getan werden kann, ist sicherzustellen, dass Ärzte wie er nie wieder mit Patienten zu tun haben. Was hältst du von diesem Thema? Und ist dir schon mal etwas Ähnliches passiert? Teile es uns doch mal in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.